Ein anderer Fisch? Das ist ein anderer Fisch, ne? Den möchte ich auch haben. Ich möchte alles haben. Los. Nom, 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 nom. Ne, den habe ich. Das ist ein Mürfisch einfach nur gewesen. Na gut. Da war eine Libelle. Ich will die Libelle haben. Nicht die Bombenfische stören. Halt, stopp. Wie? Bombenfisch? Aha, Bombenfisch gemerkt. Volatiler Wasserbewohner, der schon bei leichter Erschütterung explodiert und so brüchige Wände zerstört. Aha! In Gefahr, betreten, verboten. Ich wollte eigentlich nicht den Hai nehmen, aber... Ha. Ja, aber der Hai ist gut. Er steht mir nur im Weg um. Bitte gehen Sie weg. Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht da. Sie haben mich nie gesehen, Herr Fisch. Guck mal, hier kriege ich Luft. Ja. Ne? Wir sehen doch. Ha! In ihn androtaten. Got it. Mein Hai in der Wand. Zumindest nicht klug, mein Hai. Aber er überlebt eine Bombe. Ja gut, ne? Hey. Ja. Nehmen wir der ganze schon auf mich. Ich bin ein Jesus und so dankt ihr es mir. Was? Moment. Oh, die verfolgen einen dann. Ah, au. Los. Mach nom nom, schnapp schnapp. Nein, mein Geld. Nein, 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 verdammt. Los, mach mir Wein. Au. Feuer, wie bringe ich Feuer da hoch? Ich habe eine Idee. Warte. Moment, wir haben es gleich. Ich bin nämlich ein Gaming-Genie, wissen wir doch alle. Das reicht nicht, ne? Ja, wobei, vielleicht ja doch. Oh. Er war jetzt nicht ganz so gut, ne? Wir gehen das Feuer da hoch. Also alles nicht hoch genug. Tisch. Kiste.
Toll. Na. Warum? Hä? Warum habe ich die verstastet, dass ich bin da hinten? So. Und jetzt zünden wir es an. Ich hoffe nur, die Pflanze kann brennen. Ja! Kann sie. Perfekt! Alles verbrennt. Wunderbar. Was? Der wird jetzt wohl Schnippschnapp gemacht. Das ist richtig. Der Elf, erzähl nochmal, warum du nächste Woche nicht da bist. Was? Oh, goldenes Ei. Soll ich es wieder erst so erzählen, dass sich alle wundern, was macht Dave? Oder soll ich es direkt sagen? Lustiger, wenn ich es wieder anders erzähle, ne? Ich bezahle einen mittelalten Herren, dass er in meinem Schritt rumspielt. Und ja, und der Dinge kaputt macht. Zu Deutsch, ich lasse eine Vasektomie durchführen. Ach Mann. Was bedeutet, ich lasse mir die Samenleitern durchtrennen, damit meine beiden Kinder meine letzten Kinder sind. Du dummer, blöder Okto. Das Problem ist, wenn der da jetzt stirbt, komme ich da ran? Da. Ach, ihr seid... Doch, Mann, ist das euer Ernst? Ah. Dachte, das wäre durch. Der Termin dauert ja, bis man den Termin kriegt. Warum kann ich denn hier... Hallo? Wie ich... Nein. Da. Ja. Hä? Da, guck, geht doch. Was stellst du dich denn so an, Spiel? Nein, da. Na gut, ich muss so oder so dahin. Komm. Nehmt mir bitte den in Fokus. Genau, und jetzt hier. Nadelfliege. Aha. Intelligentes Libellenmonster, das sich sein Ziel hartnäckig verfolgt und im für dich ungünstigsten Moment angreift. Aha. Noch eine Höhle. Warum stolper ich den ganzen von einer Höhle in die nächste? Aha! Und hepp. Ja gut, das ist ja... Jetzt nicht so schwer. Ich muss die Kiste da nehmen. Oh, war da jetzt das Rätsel? Also, Die größte Schwierigkeit war, keine nassen Füße zu bekommen. Aha, es geht weiter. Natürlich. Dann hört ihr ja so nicht auf. So, was haben wir hier? Herr. Richtigen Moment springen. Ja, ja, ja. Das kriege ich gar nicht mehr. Oh. Das ist ja kacke hier, ey. Ja. Jetzt habe ich doch nasse Füße bekommen. Verdammt. Na gut.
Ha! Mann! Hallo! Ah! Mein Gott! Schlimm! Ich hätte jetzt gern Herzteil eigentlich gehabt. Jetzt gibt's wieder goldene Eier oder so ein Bums, ne? Und eine Biene. Natürlich. Was? Ja. Das lese ich nicht mal vor. So, da ist ein Dorf, da ist ein Dorf. Auf so einem Dorf. Was für ein Dorf ist hier? Was seid ihr denn? Ich habe ein Axolotl-Dorf gefunden. Super. Hi. Willkommen im wunderschönen Dorf des Flussvolks. Fühl dich wie zu Hause, denn bei uns geht's herzlich und ungezwungen zu. Also eine Kommune, Hippies, na toll. Ja nun, normalerweise. Im Moment wütet aber der Jabu Jabu herum und hält uns so in Angst und Schrecken. Hallo, ich möchte was kaufen. Was habt ihr denn? Riecht das? Solarflossen, Nachbildung von Solarflossen, die dich schneller schwimmen lassen. Nehm ich. Das ist was Gutes. Du hast Solarflossen gekauft. Nachbildung von Solarflossen, die dich schneller schwimmen lassen. Aber wir haben noch andere tolle Waren. Ja, die sind mir egal. Aber red doch mal mit mir. Hallo. Willkommen. Unser Laden ist trotz des ganzen Ärgers mit dem Riss und laut Jabu Jabu wie immer geöffnet. Alles für unsere Kunden. Daran ist es durch Lord Jabu Jabus herumwütend zu gefährlich. Draußen ist es durch Lord Jabu Jabus herumwütend zu gefährlich. Da kann ich im Moment schlecht neue Ware beschaffen. Zum Glück ist das Lager noch gut gefüllt, also sollte das vorerst nicht zum Problem werden. Ellie ist ein Sora. So das Flossen? Ach nee, von dem will ich nichts stinken, bestimmt, dem seine Quanten. Boah, Fisch, da, Räucherfisch, genau so. Stecken in Fisch und dann so ans Feuer. Oder halt über die Kohle. Das ist Steckerlfisch. Oh, das ist so lecker. In letzter Zeit sprudeln die Jabul-Gewässer vor lauter Problemen. Aber gerade in solchen Tagen lasse ich es mir gut gehen und esse meine Lieblingsspeisen. Das bringt mich auf andere Gedanken. Sieht mir nach Krokodilflossen aus. Kann auch schwimmen, tut's. Das war ja ein ganzes Dorf gewesen. Wait. Naja, hier geht das Dorf weiter, nevermind. Ich klaue euch erstmal euren Schatz aus dem Dorf. Achso, irgendwie hat da sein Geld versteckt. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Rentenersparnisse. Fisch. Alter, Fisch ist so geil. Meine Freunde können schon alle schwimmen, aber ich nicht. Ich will ja üben, aber ich bin so wasserscheu. Du bist ein Fischwesen. In Lord Jabu Jabus Heimatstadt ist ein großer Riss entstanden. Das ist die Höhle flussabwärts, deren Eingang wie ein Fischmal aussieht. Kein Wunder, dass Lord Jabu Jabu nun wütet und turmt. So viele schlimme Dinge in letzter Zeit. Plus abwärts. Merken, da müssen wir hin. Nee, ist keiner da. Ich möchte das Feuer hier entzünden. Wait, was? Und dann ist hier nix. Ich habe das nicht mal gesehen gerade, bis ich den da aus Versehen rein habe. Ist das in den anderen Häusern auch so? Warte mal. Da muss ja irgendwo was sein. Bei irgendjemand muss was sein. Die haben da wirklich einfach... Ha. Überall entstehen diese Risse. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was Schlimmeres auf uns zu. Ich bete, dass wir weiter in Frieden leben können. Ja, ich gebe mir Mühe.
Hi. Ich würde so gern auch mit meinem Instrument auftreten. Aber Drat meinte, dazu muss ich erstmal erwachsen werden. Drat? Das ist unser Chef. Er wohnt am Ende dieses Pfads. Musik ist heilig, meint er. Kleine Fische dürfen noch keine großen Töne spucken, meint er. Also... beinahe eine cute Aussage. Wenn sie nicht so herablassend wäre. Hep, hep, wunderbar. Ja, immer noch genug Kohle. Irgendwo gab es ja noch was. Er hat einen sehr asiatischen Vibe durch diesen Schnauzer. Ich überlasse es gerne anderen, sich laut Jabu Jabus Heimatstätte, wo sich Davis geöffnet hat, genauer anzusehen. Ich habe auch Zoo schon mehr als genug um die Ohren. Unser Chef ist der Beste als Anführer und als Musiker. Er schafft sicher auch bald Lord Jabu Jabu wieder zu beruhigen. Erst holt sich dieser Wiss auf und dann dreht auch noch Lord Jabu Jabu durch. Schlimmer geht immer. Und zur Krönung des Ganzen macht sich auch noch Kushada über meine Musik lustig. Chef, was sollen wir noch tun? Genau darüber versuche ich gerade nachzudenken. Also sabbel nicht so viel, Inaba. Erstmal Lord Jabu Jabus Heimatstätte untersuchen. Wo der das ist, oder sich erst um Lord Jabu Jabu kümmern. Ihr seid alle nicht hilfreich. Lord Jabu Jabu wird sich ja beruhigen, wenn der das weg ist. Wenn dein halbes Wohnzimmer auf einmal weg ist, wärst du, glaube ich, auch sauer. Flussabwärts, haben sie gesagt. Ich muss da drüber noch. Nee, muss ich nicht. Da geht's anscheinend nicht hoch. Verdammt. Warum ist denn das eine andere Ebene? Och, Mann. Alles doof hier. Und da. Hep. So. Ha. Könnt mich mal. Für 5 Rubine. Au! Guck mal an. Na komm. Dev kostet 5 Rubine. Ich bin teurer. Du musst doch langsam aufstehen. Mein Akku hat nur noch 2%. Oh. Oder das Ladekabel holen. Kämpfen die noch, oder? Ah, da. Ah. Wirft meiner vielleicht auch mal. Kidding. Au. Los, Angriff! Scheiße, ich muss da runter. Loot! Töte ihn! Los! So weit weg, dass ich auch am PC bleiben kann. Mann, hier. Jetzt läuft das Spiel doch gerade mit mehr Frames, oder? Was, manchmal läuft es schneller. Ich habe das Gefühl, wirklich manchmal läuft es mit 30 Frames und manchmal mit 60. Das ist ganz, ganz weird. Das Spiel jetzt, wenn ich so lauf, sind es eher 30. Und irgendwie switcht es zwischendrin auf 60. Und das ist ganz, ganz weird. Was haben wir hier? Hat sich das gelohnt? Oh ja. 3 Stück, das hat sich richtig gelohnt. So, flussabwärts. Ach so, da. Ja, da waren wir ja schon. Ja, okay, cool. Dann kann ich ja das jetzt erstmal fertig erkunden sogar. Weil wir haben den Port ja schon.
Ich wollte eben Mob hinstellen und gehen. Well. Verteidige mich! Wo Geld habt, Geld. Noch. Geld. Wie gesagt, einfach nur drei Reiter. Drei Reihen. Ach, es ist so furchtbar. Das geht schneller. Ich weiß auch wieder, wieso ich in den WVW Ingi-Bild gebaut habe. Ich wollte vorhin eigentlich meine Dailies machen, aber hatte keine Lust auf Renegade. Das heißt, du hast zwar den Charakter gebaut, aber ihn dann effektiv nicht gespielt. Los, großer Geist! Nice. Um auf den Baum. Toll. Danke dafür, Spiel. Super. Hooray. Wie sind wir denn jetzt? So, oben. Na gut. Da. Was ich jetzt damit alles hab, ey. Halt, nee, war schon 60. Nein! Wie ich hier überall hochkomme. Bin so ein Genie. God Gamer Dave. Gott. Das war falsch. God Gamer Dave. God Gamer Dave. Und jetzt alle. Zum Geier bin ich. Ah. Ja, ich mach gleich weiter. Ah, das ist alles ein neuer Kran hier. Ey. Hallo. Bill, was? Ah, okay. Ja, da hoch kann ich nicht mal gucken, ne? Mist. Richtig, ich hab dann ausgemacht und mich hingelegt. Ja gut. Ich liebe es, wenn ich irgendwie herausfinde und erstmal abgelenkt bin. Was? Dafür wurde ich nicht bezahlt, dich noch Gottgamer zu nennen. Doch, doch, doch. Ich bin Gottgamer Dave. Das siehst du doch an meinem unglaublichen Skill hier. Ja? Das, was ich hier abliefere, ist einfach nur göttlicher Gaming-Skill. Siehst du? Guck mal. Hättest du das gefunden? Nein, hättest du nicht. Da hätte niemand gefunden. Was zum Geier ist denn das hier überhaupt? Machen wir hier schon mal. Also laut Karte eigentlich ja, aber... Aha! Guck mal an. Perfekt. Das ist eine Höhle. Die haben wir noch nicht. Abliefern? Ja. Oh.
warte, das ist ein unglaublich krass schweres Rätsel hier. Er wird euch jetzt zeigen, mit was für einem unglaublichen Skill ich das lösen werde. Wie ich das lösen werde. Ich hab's. Nee, ich bin mir absolut sicher. Pass auf. Das ist die falsche Richtung. Nein, kannst du dich nicht 90 Grad drehen? Ach komm. Soll ich den hier? Nein. Nein! Geh weiter, geh weiter. Nee! Auf zu gehen. Ah, jetzt bin ich wieder rausgelaufen, verdammt. Damn it. Warum? Wieso so schräg? Okay, ja, das ist, hätte schneller gehen können, das gebe ich zu. Aber geschafft. Immer noch gut genug, ja, also. Nur mit Dev bezahlt, wieso kriege ich nichts? Ich bezahle in Liebe. Da ist ja nichts mehr. Könnte man auch vorher erkunden.